So, hallo liebe YouTube, liebe Facebook-Freunde. Ich mache heute ein Video, das heißt, ich habe gewählt. Ah, ich tue noch Freunde einladen. Moment, das wollen wir nicht vergessen. Ich habe gewählt und habe lange überlegt, was soll ich denn wählen? Ja, ich tendierte so zwischen Linkspartei, APPD, Bündnis Grundeinkommen. Eventuell auch die Grünen, ja. Also ich konnte mich nicht so wirklich entscheiden, muss ich sagen. Ich habe dann lange überlegt, wie will ich auch die spirituell die Wahl machen? Will ich sie spirituell gestalten, ja, dass ich sage, okay, ich wähle die Inhalte, ja, oder ich wähle Wahl strategisch, was ja viele Leute machen, ja. Also wahlstrategisch bedeutet, ich wähle eine Partei, die schon stark ist und auch wo es ziemlich sicher ist, dass sie in den Bundestag einzieht, ja, oder beziehungsweise wo die Chance hat, dass sie über 5% kommt und wähle dann so eine Partei, ja. Aber die Sache ist halt immer die, du kannst zwar wahlstrategisch wählen und deine Partei kann auch im Bundestag reinkommen oder im Bundestag einziehen und dann setzt du das nicht um, was du eigentlich willst, ja. Das war zum Beispiel mit der SPD so. Ich habe mal früher SPD gewählt und was hat es mir gebracht? Agenda 2010. Also das heißt nichts, dass die Partei auch wirklich das umsetzt, was du dann willst. Ja. Und dann war natürlich die Frage, soll man dann überhaupt wählen gehen? Ja. Kam auch bei mir jetzt gerade so bei Facebook so, man unterstützt da die BRD Treuhand, wenn man wählt, man unterstützt das System. Das finde ich nicht. Was hat mein Kreuzle? Das System ist, wie es ist. Ja. Ob ich jetzt wähle oder nicht, deswegen haben wir trotzdem die BRD Treuhand oder wie auch immer. Ja, oder das System. Man muss ja froh sein, dass man wählen kann. Ja. Also wir haben noch etwas Demokratie. Und wenn wir noch ein bisschen Demokratie und Meinungsfreiheit haben, warum soll ich die dann nicht nutzen? Ja, also bitteschön. Ja. Da versuche ich doch wenigstens alles. Da kann ich hinterher sagen, okay, ich habe es wenigstens versucht. Was ist denn da dabei? Ich mache doch bloß ein Kreuzle. Das ist doch keine Arbeit. Das ist doch kein Ding, ja. Aber das mache ich halt dann, ja, weil ich sag auch, jede Stimme ist eine Stimme gegen rechts, ja. Ihr müsst euch das wie eine Waage vorstellen. Wenn ihr nicht wählen geht, die Rechten aber schon, und ich kenne viele Rechte, ich weiß von einigen, ja, nicht Rechte, ich kenne nicht viele Rechte, aber ich kenne einige Kapitalisten zum Beispiel, ja, von meinen Ex-Freunden, die sind alle zum Wähler gegangen. Und wenn ihr das wie eine Waage vorstellt, also da die Kapitalisten und die Rechten, und da, also ich sehe es jetzt gerade im Bild, da sind dann die Rechten, die stellen alle, die gehen alle wählen und ihr geht jetzt nicht wählen, ja, dann geht die Waage nach unten und also die Waage ist dann immer im Gleichgewicht. Also andere bestimmen dann über euch, ja, die Politik. Und das würde ich niemals zulassen, dass die Leute, die wo schlechte Meinung haben, über mein Leben bestimmen können, weil die zum Wähler gegangen sind, ja. Also deswegen war mir die Wahl auf jeden Fall wichtig, dass also ich wollte eigentlich nicht mehr politisch sein. Ich wollte mir von der Politik zurückziehen. Aber sich zurücklehnen und sich dann und dann schlaufen und dann aufwachen und die Nazis sind an der Macht, nee, das möchte und ich habe nichts dagegen getan, nee, das möchte ich auch nicht. Also da möchte ich doch wenigstens mal was dagegen versuchen, dagegen zu tun. Und das war wählen ist friedlich, das sind friedliche Mittel, also ich komme nicht mit dem Gesetz auf den Konflikt, ja. Es ist kein großer Aufwand, ja, ich reiße mir keinen Fuß aus und ich kann echt was Gutes tun, wenn ich wähle gehe, ja, wenn ich die richtige wähle, ja. Und deswegen war mir das wichtig, ja. Okay. Also nochmal, ich wollte, das war die Frage, war es strategisch wählen oder spirituell wählen? Also, war es strategisch? Wähle eine Partei, die schon groß ist, wo also Chancen hat, reinzukommen in den Bundestag. Spirituell ist, ich wähle den Inhalt, das, was mir besonders wichtig ist, und gucke nicht drauf, ob die hineinkommt oder nicht. Ich wähle, mit meiner Wahl gebe ich ein Stück weit Energie, also jetzt mal aus spiritueller Sicht. Ich gebe ein bisschen Energie von mir für diese Sache, hinter der die Partei steht, ja. Und das ist wie ein Samen, den ich dann setze, und das kann dann wachsen, ja. Und ich glaube, dass das, ob jetzt die Partei reinkommt oder nicht, ist für mich, also aus spiritueller Sicht, eher so Illusion. Ja? Sondern es geht darum, für was du dich entscheidest, was du willst vor Gott oder vor der Göttlichkeit. Ja? Mit dem musst du dann später natürlich dich mit auseinandersetzen oder auch die Konsequenzen tragen. Ja? Das ist jetzt so die spirituelle Sicht vom Wählen. Ja?
Deswegen spielt es aus spiritueller Sicht, macht es keinen Unterschied, ob du jetzt eine Partei wählst, die in den Bundestag einzieht oder eine kleine Partei wählst, weil, wie gesagt, es ist ja nicht gesagt, ob diese Partei das auch wirklich umsetzt. Ich kann jetzt die Linke wählen und dann sagt die Linke dann auch, bedingungsloses Grundeinkommen wollen wir vielleicht doch nicht, ja, wir wollen ja doch auch, dass jeder arbeitet und so. Ja, dann hat mir das ja nichts gebracht. Ja, und es gibt also Stimmen in den Linken, die auch gegen das BGE sind, ja. Und wenn sich die SPD verkauft hat, dann kann es auch sein, dass die Linke sich auch verkauft, ja. Und deswegen habe ich mich für die spirituelle Wahl entschieden. Also ich habe spirituell gewählt. Das heißt, ich habe das Partei bedingungsloses Grundeinkommen gewählt. Und jetzt konnte ich da keinen Kandidat, gab es da von der BGE-Partei nicht, ja. Dann habe ich gesagt, okay, dann nehme ich jetzt einen Kandidat von einer Partei, die jetzt am ehesten auf meiner Linie ist. Und das ist einfach die Piratenpartei. Und dann habe ich einen Kandidat von den Piraten gewählt. Also Kandidat Piraten, Partei BGE. Ja. Und ich denke, damit fahre ich ganz gut. Und das kommt so am nächsten hin, was ich so empfinde und denke, ja, APPD ist nicht antreten, also fällt er dann schon mal weg. Ja. Und ansonsten, wie gesagt, die anderen Parteien, wie gesagt, überzeugt mich nicht, weil BGE, bedingungsloses Grundeinkommen, die Hartz-IV-Sanktionen abschaffen, das ist das wichtigste Ziel für mich, ja. Es gibt ja andere soziale Ziele, aber wenn wir das BGE haben, dann sind auch die anderen sozialen Probleme gelöst, ja. Wäre doch mal schön, wenn wir endlich mal alle sozialen Probleme gelöst haben. Endlich ein Land, wo wirklich sozial ist, ja. Warum schaffen wir das nicht? Das müssen wir doch mal schaffen, ey. Was geht denn, ja. Also bedingungsloses Grundeinkommen ist absolut wichtig auch in der Zukunft, weil immer mehr Maschinen, immer mehr Roboter übernehmen, immer mehr menschliche Arbeitskraft. Das habe ich ja schon in verschiedenen Videos auch mal gesagt. Ja, wohin mit den Leuten? Ja, und das Argument stimmt nicht, dass da auch wieder neue Jobs geschaffen werden, wenn man sich mal eine Firma vorstellt, Firma mit 40 Leuten. Der Mensch wird ganz körperlich durch Roboter ersetzt. Ja, der Chef haut alle 40 Arbeiter raus, dann stellt er vielleicht noch zwei Arbeiter ein, die Roboter warten. Dann hat er also zwei Arbeitsplätze geschaffen, der Chef, und 38, was machen wir dann mit den anderen 38 Leute? Erster Punkt. Zweiter Punkt ist, ja, wer sagt nicht, dass es mal einen Wartungsroboter gibt, der auch alle Roboter durchwartet? Ja, ist auch vorstellbar. Wenn man weiter in die Zukunft blinkt, gibt es die vollautomatische Firma, das heißt, es gibt dann nur noch den Chef und die Firma, ja. Und wie gesagt, was man jetzt macht mit den Hartz-IV-Sanktionen, man pusht und man wartet und man verboostet die Leute in diese ganzen unfreien Jobs und drückt die da rein, dass die auch ja konkurrierende Ellenbogen aushauen, sich gegenseitig Augen rauspicken um die immer weniger werdenden Jobs. Das ist doch verrückt. Das ist doch verrückt. Überleg doch mal. Ja. Wem hilft es? Dem Arbeitgeber. Der Arbeitgeber, der freut sich. Der kann natürlich Arbeitsbedingungen verschlechtern, Lohn runtersetzen. Spielt ja keine Rolle. Der hat ja genug Idioten. Ja. Die drücken ja alle rein in die Firma, wenn man sie alle reinpresst und durch Hartz-IV-Sanktionen erpressbar macht, die ganze Leute Angst macht und so, dass sie auch ja jeden Drecksjob annimmt, ja. Und das ist einfach für mich kein Zustand, das ist nicht menschlich, ja. Das ist einfach Krieg, was in den Arbeitsplätzen, in den Jobs abgeht, ja. Das ganze Mobbing, ich habe die schlimmsten Erlebnisse gehabt in den Firmen, das hat mich psychisch fertig gemacht, ja. Und trotzdem will der Staat einen da noch reinquetschen, ja. Und ich sage euch, was das für Parteien sind, das ist CDU, CSU, das ist FDP und das ist AfD, ja. Und bei den Grünen und wie gesagt Rote wahrscheinlich auch eher, ja, also denen kann man ja auch nicht mehr trauen seit Agenda 2010, ja. Also was bleibt, ja, wie gesagt. Wenn ihr jetzt auch noch Linke wählt, sagt ja, es ist nicht falsch, es ist halt die strategische Variante. Ich war ja da auch hin und her und habe gesagt, okay, ich mach aber jetzt doch lieber halt mal eine spirituelle Wahl, ja. War mir jetzt doch, wo ich gesagt habe, tendiere echt eher zum Spirituellen, ja. Aber wie gesagt, das wäre immer noch besser, wenn jemand Linke wählt, ist auch okay, ja. Wenn jemand Piraten wählt, das ist auch okay, ja, das ist auch super, ja. Besser als nix, ja. Besser als die rechten Wähler ist das auf alle Fälle, ja. Weil, wie gesagt, jede Stimme ist eine Stimme gegen rechts oder beziehungsweise Stimme gegen die konservative Kapitalisten, ja. Weil die gehen wählen, das weiß ich von meiner Ex. Die Schweine gehen wählen, ja. Die gehen alle wählen, die weiß ich, die kennen die Leute, ja. Also warum dann ihr nicht, ihr Nichtwähler, ja. Ich denke, viele Nichtwähler wurden das schon das richtige Wähler, wenn es jetzt die Wahlpflicht gäbe, ja. Wobei ich das nicht will, ich will keine Pflicht, aber so vom Moralischen hat man eigentlich schon die Pflicht, weil, wie gesagt, also, ich will nicht, dass die Kapitalisten und die Rechte gewinnen, ja. Also, ich will da wenigstens ein Gegengewicht, einsetzen. Und wie gesagt, es ist also
man kann politisch sein, ich will niemand vorhalten, wenn einer sagt, er will mit Politik nichts zu tun haben, ist okay, aber nicht bei dieser Wahl. Ja. Vor allem nicht bei dieser Bundestagswahl. Also wenn überhaupt politisch sein wichtig war, dann war es noch nie so wichtig wie jetzt mit dieser Bundestagswahl, wo es zum ersten Mal der Fall ist, dass die Nazis wahrscheinlich, leider Gottes, mit vielleicht sogar 10% in den Bundestag einziehen. Gleich mal 10%, muss man aus dem Stand, muss man mal vorstellen. Wahnsinn, Wahnsinn. Also da lege ich mich nicht zurück und sage, oh mein, ich bin unpolitisch, geht mir nichts an. Das geht schon, das geht jeden was an. Ja. Da macht sich jeder mitschuldig. Jeder, der sagt, ich gehe nicht wählen, macht sich mitschuldig. Der macht sich an diesem Verbrechen mitschuldig. Und er muss sich irgendwann mal dafür zu rechtfertigen. Ja? Da heißt dann, warum bist du nicht wählen gehen? Warum hast du nichts gemacht dagegen? Warum? Und dann stehen die alle da, warum eigentlich? Ja. Das ist der Punkt. Und deswegen, und das lasse ich nicht zu. Also da bin ich schon hellwach und ich informiere mich viel und ich weiß viel und habe schon viel erfahren, bin auch schon äußerst 40. Ich war schon bei den Rechten, ich war schon bei den Linken, ich war schon alle möglichen also politischen Strömungen dabei und habe mich schon seit ich glaube 13, wenn ich so 11, 12, 13 habe ich mich schon mit Politik befasst und von dem her weiß ich, wie der Hase läuft, ja. Und wie gesagt, nach der Bundestagswahl, okay, da kann ich vielleicht sagen, okay, jetzt pfeife ich auf Politik, da kann man sich dann entspannen und sagen, okay, wenn man sein Kreuz gemacht hat, ja, wenn man wenigstens jetzt da, der wo so wichtig ist, sein Kreuz gemacht hat, ja, wenn ihr da das Kreuz gemacht habt, dann könnt ihr da meinetwegen immer sagen, ich will mit Politik nichts mehr zum Tor, ich nie mehr wähle, ist okay. Aber diese Wahl ist von so historischer Wichtigkeit. Da geht es um Menschlichkeit, da geht es um Moral, da geht es um alles, wie man in Zukunft lebt. Da geht es echt um alles. Diese Bundestagswahl wird euch sagen, die wichtigste und die entscheidendste seit der Nachkriegszeit. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja. Also wichtig, geht's wählen, ja. Und wählt's richtig, ja. Ich habe spirituell gewählt, wenn ein anderer sagt, okay, er wählt anders und war strategisch, kann er das meinetwegen auch machen, muss jeder selber wissen. Aber bitte tut's mir den Gefallen, geht's Wähler, ja. Also es ist echt heftig, also was passiert, weil ich denke einfach, das wird schon schlimm, was jetzt mit der AfD, was da auf uns zukommt, ja. Und ich weiß nicht, also wenn die in den Bundestag reinkommen, also ich weiß nicht, wie das dann weitergeht, also ja, wahrscheinlich werden sie es, dann kann ich jetzt noch hoffen, hoffentlich nicht zu stark, kann ich noch hoffen, dass die AfD vielleicht doch noch runterrutscht auf vielleicht noch 7 oder 6 oder vielleicht 5%, aber es ist, wenn man realistisch, mehr Realist sagt mir halt, dass die halt neu kommen und wenn das dann der Anfang ist vom Ende, dann weiß ich auch nicht, also dann würde ich gucken, dass ich auswandere irgendwie, ja. Wer weiß, was passiert. Vielleicht gibt es Bürgerkrieg sogar irgendwann. Also es kann sich langsam entwickeln. Ja. Dass die Bundesländer vielleicht unabhängig, dass es immer mehr Konflikte gibt mit rechts und links und dass sich dann Bundesländer unabhängig erklären, das ist denkbar. Ja. Also dass zum Beispiel Sachsen oder Mecklenburg-Vorpommern einen eigenen Staat macht. Lieber gefällt Deutschland auseinander, als dass die Nazis regieren und an der Macht sind. Würde ich echt sagen. Dann kann ich nur hoffen, dass die Bundesländer auseinanderbrechen und so. Und dann können die Nazis ihr eigenes Bundesland haben, da im Osten und was weiß ich, und die Linken und die normal tickende Leute, die haben dann ihre Bundesländer und dann ist gut, ja. Aber wie gesagt, um das Ganze zu mildern, um das Ganze nicht überhand zu nehmen, sollte man auf jeden Fall trotzdem, auch wenn es natürlich so pessimistisch aussieht, sagen wir mal, trotzdem versuche, die richtige Wahl zu treffen und sagen zu können, ich und nicht in meinem Namen, egal was dann Schlimmes passiert, kann man immer noch sagen, nicht in meinem Namen, weil ich habe das nicht gewählt, den Scheißdreck. Ich habe den AfD-Scheiß nicht gewählt. Also hat es im Prinzip auch gar keine Macht über mich. Ja, also, oder sollte auch gar keine Macht über mich haben. Okay, ich sehe gerade, okay, ich will das Video jetzt nicht zu lang machen. Ja, wie gesagt, AfD, gibt es da noch was zu sagen? Könnt ihr nochmal ein Video machen, aber na gut, ich habe das in meinem vorigen Video, ich habe ja schon 2 AfD-Videos gemacht, einmal mit der Diskussion und einmal mein dringender Appell, das würde ich auch jedem empfehlen, dass man sich das einmal anschaut, also
ganz wichtig. Und okay, das war's mal soweit. Also wie gesagt, geht wählen und trefft die richtige Entscheidung. Alles klar, danke.